Grüß Gott, Herr Landeshauptmann. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen, um uns, der Jugendredaktion der HKH Kitzbühel, ein paar Fragen zu beantworten. Wann denken Sie, dass wir Schüler und Schülerinnen bzw. die junge Generation die Covid-Impfung erhalten? Ja, es ist so, die Covid-Impfung bekommt man also ab dem 16. Lebensjahr. So ist es also von der Bundesregierung festgelegt. Und übrigens, ich bin geimpft. Letzte Woche am Donnerstag habe ich die Impfung bekommen, die erste Impfung. Ich falle halt leider Gottes in diese Altersklasse hinein und habe mich angemeldet über Tirol Impft und bin dann verständigt worden zur Impfung. Ich habe mich mit AstraZeneca impfen lassen und ich kann nur sagen, das war ein Stupfer und ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt. Vielleicht liegt es am Alter oder ich weiß auch nicht was, aber jedenfalls, das war für mich sehr unproblematisch, diese Impfung zu bekommen und die Nebenwirkungen waren eigentlich null. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Juni dann diese Impfung verabreicht haben. Also ich gehe davon aus, dass ihr im Juni dann diese Impfung bekommen werdet, die erste Impfung. Guten Tag, mein Name ist Tobias Pilter. Und meine Frage wäre jetzt, hätten Sie irgendwelche Maßnahmen anders gesetzt? Zum Beispiel hätten Sie einen Lockdown nicht aufgehoben und einen anderen nicht gesetzt dafür? Oder ja, was hätten Sie anders gemacht während der Pandemie? Ich sehe es jetzt eh fast vorbei. Ja, also man muss sich das so vor Augen führen, die Entscheidungen wurden getroffen aufgrund der damaligen Erkenntnisse, der damaligen Sichtweise. Und ich habe öfter schon gesagt, das Buch von hinten zu lesen ist immer relativ einfach, weil dann weiß man, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber in der Entscheidungsphase weiß man nicht, wie das letzte Kapitel sein wird. Und so sind dann letztendlich auch Entscheidungen zu treffen. Was für mich sehr belastend war, ist dieses Einsperren der Bevölkerung. Vielleicht hätte man beim ersten Lockdown doch mehr Möglichkeiten geben sollen, dass man sich mehr im Freien aufhalten kann. Das war am Anfang beinahe schon eine sehr harte Angelegenheit, weil ich würde heute, wenn so ein Lockdown notwendig wäre, und das war notwendig, so haben wir das Infektionsgeschehen relativ rasch im Griff gehabt. Wir haben ja diese Entscheidungen auch getroffen, weil wir die Bilder von Bergamo gesehen haben. Ihr könnt euch erinnern, in Italien, da ist die Armee unterwegs gewesen mit LKWs und haben die Leichen abgeholt. Der bei eingraben müssen, hat man nicht einmal mehr gewusst, wo soll man denn die Leichen unterbringen. Im Lichte dieser Entwicklung, im Lichte dieser Bilder, wurden diese Entscheidungen dann in Tirol getroffen. Wir waren ja die Ersten, die diese Entscheidung getroffen haben. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen und Chancen für die Zukunft in Tirol? Wie hoffen Sie, dass Tirol dasteht, wenn wir Schülerinnen und Schüler in Ihrem Alter sind? Ja, also ich sehe Tirol auch derzeit schon und natürlich in der Zukunft im besonderen Maße als ein Land, das schon tiefe Wurzeln hat, aber andererseits sehr weltoffen ist. Also diese Weltoffenheit, diese Internationalität, die spielt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine riesige Rolle. Wir sind ja momentan auch dabei, internationale Schulen anzubieten. Das ist derzeit in Kufstein der Fall. Da bieten wir internationale Schule ab dem kommenden Schuljahr an, wo durchgehend vom Kindergarten bis zur Matura also dieses Angebot gelegt wird, auch mit Native Speakers. Und diese Ausbildungsform wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten enorm zunehmen. Denn man soll während der Ausbildung schon eine internationale Ausbildung haben, damit man auch bestehen kann im internationalen Markt. Und diese Internationalität in Tirol empfinde ich als die
wichtige Zukunftsaufgabe. Andererseits, weil wir es angesprochen haben, wie ich mir Tirol vorstelle im Zusammenhang mit der Digitalisierung, das wurde bereits schon besprochen, und dann ein klimaneutrales Land. Ein Land, wo man wirklich auf die Umwelt schaut, wo man bodensparend umgeht. Da passieren immer noch viele Fehler, was mich selber oft ärgert. Dass wir einfach so dieses Gütesiegel, Tiroler Gütesiegel haben. Wir verwenden nicht mehr Energie, als wir brauchen. Das Energiesparen steht im Vordergrund. Dass wir auf unsere Almwirtschaft schauen. Dass wir auf unsere Regionalität schauen. Dass wir einfach in einem Land leben, das liebens- und lebenswert ist, aber andererseits ein Land, das international vernetzt ist. So, glaube ich, sollte das Land Tirol in der Zukunft ausschauen, wobei hier ja schon die einzelnen Schritte laufen. Ich bedanke mich im Namen des ganzen Redaktionsteams der Hack Kitzbühel für das Interview.